1 Ende aus. Moin Moin, das ist auch immer Kai 2001 WoW Gaming am Start. Und ich habe endlich die scheiß Europa 2 Tour beendet. Es gab jetzt eine neue Europa Tour. Wieder ein 50k Pack und ich habe all meine Hoffnungen darauf gesetzt. Und jetzt zeige ich euch erstmal die Lösungen. Bla bla bla. Beginnen wir bei Russland. Tada, ich habe dafür verdammt viel ausgegeben. Ich hoffe wirklich, dass sich das lohnt. 15k Pack. Let's go. Dann machen wir weiter mit Deutschland. Auch das hat mich extrem viel Coins gekostet. Vor allem nicht der hier, sondern der Typ. 6200, aber ich habe einfach keine andere Möglichkeit gefunden. Naja, eingetauscht. Frankreich. Dembélé und Banega und Icardi reingepackt, die hatte ich einfach für Verein und dann bin ich die losgeworden. Vor allem damit hat hier keiner gerechnet, mit diesem Linksflügel. Und ja, eingetauscht, Megaset, let's go. Und zum Schluss kommt noch England. 11 souveräne Spieler, nur der hier hat ganz schön viel gekostet. Und die tausche ich jetzt alle ein für einen 45k Pack. Und dazu bekomme ich noch ein 50k Pack und jetzt geht's los mit dem Pack Opening. Oh Gott. Natürlich fangen wir wieder mal mit dem schlechtesten Pack an und das wäre das 15k Pack. Was ist drin? Natürlich nur Scheiße. Rico. Rico, 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 Rico ist drin. Nachdem ich das erste Pack für ca. 4 bis 5k verkauft habe, gehen wir gleich mal rüber zum zweiten Pack. 25k Pack, was ist drin? Kein Walkout, kein 84er. Oh, doch! Oh! Ja, Turan, das ist not bad. Turan, das geht sogar. Und Gomez. Theoretisch war er damals auch ein 84er, aber leider jetzt nicht mehr. Leider, leider. Nee, aber das ist nicht schlecht. Ich überlege auch, ob ich Turan eigentlich behalte, aber. Ja, die sind beide so insgesamt auch wieder 4K wert. Gut, dann überprüfe ich kurz, was der Rest kostet und dann sehen wir uns bei 35k Pack. Absolut nur Müll drin. Hoffentlich ändert sich das im 35k Pack. Wieder kein Walkout, aber auch keine 84 Plus Karte, sondern nur Julio César. Das Packlack ist leider nicht da, aber der könnte ja was wert sein. Emenik, auch. Alter, das war doch damals immer so ein Biest und er wurde mal so gehypt. Der ist Franz Hacke, komm bitte. Oh Gott, willst du mich verarschen, nur ein paar. Aber ich habe meine Hoffnung auf Hanley, auf diesen da von Newcastle, bitte. Wegen der scheiß Squad-Building Challenge. Ein Scheißdreck. Naja, insgesamt macht man noch ein bisschen Profit wegen den ganzen Fitnesscards und so, aber. Ist auch wieder nicht allzu dolle. 45k Pack. Na, das war langsam schon zu offensichtlich, dass es das nur Jagielka wird. Oder wie auch immer. Komm bitte, sei. Jawohl, komm bitte zu Ares Challenge. Doch. Es kann doch nicht sein, dass hier nicht einer irgendwas wert ist. Hier auch, Scorpion Challenge. Den habe ich bestimmt auch damals für fucking 5000 oder so gefühlt gekauft. Jetzt kostet er nur noch 500. Und jetzt lege ich alle meine Hoffnungen auf den 50k Pack, aber ich denke, dort bekommen wir auch kein Walkout. 50k habe ich und ich öffne ein 50k Pack. Zufall. Bitte einmal einen Scheiß Walkout. Ist das ein Beschiss? Ist das ein Beschiss? Ist das ein Beschiss? Ey, ist das ein Beschiss? Aber wirklich vom Allerfeinsten. Ey. Leck mich daran, Zuckerli, ey. Mann. Wieder 5000 Euro Profit minus wahrscheinlich gemacht. Was laber ich? Aber auf jeden Fall. 30 oder 40k minus gemacht.
Ich hätte nicht erwartet, dass die Packs so miserabel scheiße sind. Aber ich habe vergessen, das ist ja EA, stimmt. Hoffentlich hat euch das Video trotzdem gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall für eine gute Bewertung freuen, auch wenn es jetzt nicht so besonders war. Vor allem nicht die Packs an sich selber. Trotzdem wäre eine gute Bewertung angebracht. Auf jeden Fall haut rein, bis bald und ciao.